undead should be chosen. Oh. Grüntee. Geilste Scheiße auf der Welt. Mir killt mein Sims als du in Dark Souls. Boah, Steff. Was soll das, dieses Symbol? Dem Fingerchen. Willst du damit meinen Penis zeigen oder was? Da musst du ein bisschen weniger machen. So, ich glaube, jetzt geht das Spiel das richtig los. Wird lustig. F-Counter schon mal 1 geschafft, also beim Intro. Total unnötiger Tod. Total unnötig. Boah, aber das sieht schon schöner aus. Also ich habe das viel, viel hässlicher in Erinnerung hier. Die Hessen. Echt besser auf. Steig auf und entfache das Leuchtfeuer. Ja, jetzt kann ich hier meine Skills. Ich glaube, Stärke und Vitalität ist wichtig. Vision, glaube ich, war auch. Kann ich gerade gar nicht. Das war's. Kann ich da nichts? Ne, sonst kann ich nichts mehr. Grüß dich, der Frigo! Hi, wie kommst du rüber? Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Wie geht es dir, Mann? Jo, Penis. Danke, Steffen. So hast du meine Nacktbilder geleakt, oder was? So, dann nehmen wir mit dem Typen hier. Oder wie so warm? Alles bestens, Frigo. Nur sehr, 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 sehr heiß. Meine Eier schmilzen vor sich hin. Also normalerweise würde ich unten nur nackt da sitzen, aber ich dachte, komm für den Stream, falls du einen Fehler machen solltest und aufstehen sollten würdest. War das gerade Deutsch? Da sieht man mich nackt unten rum, das ist nicht gut. Aber sonst würde ich nackt sitzen. Wenn dieser fucking Hit. Ein Wintermensch, ja. Ich auch, definitiv. Nacht- und Wintermensch, Frigo, bin ich. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. Mhm. Er labert hier irgendwelche Scheiße? Ja, ja, ja. Komm, laber allein vor dir hin. Bringst mir eh nix. Vielleicht habt ihr eine Menschlichkeit. Ja, das bräuchten mehr. Der arme Stuhl. Ja, der arme Stuhl. Das regelmäßig gewaschen werden. Sonst würden irgendwelche Leute hier vorbeikommen sollten und dann denken sie sich, was riecht denn hier so nach Eiern? Ja, das. Der Schweiß. Kann man die, glaube ich, runterstoßen, aber ich habe vergessen, wie das geht. Gut. Ich habe vergessen, wie man die irgendwie runterstoßen kann. Ja, so nicht. Bam. XX-Zerstörer ist unterwegs. Wow. Wer hat hier einen Molotow geschmissen? Oh. Irgendwo ging das doch. Irgendwo konnte man. Du, da oben, du Sau. Weißt du, der Moll ist hier durch die Gegend. Bist du behindert? Komm dir hoch. So bist du das. Du bist das. Alter. Nein. Ui. Da ist Selbstmord gegangen. Ich verdrück mich halt immer noch die ganze Zeit, ne? Stimmt. Und einer war ja sehr motiviert. Mich gerufen, Nina? Wo ist meine Zigarette seit 10 Jahren? Hi! Jetzt weiß ich warum. State of Decay ist schuld. Bei State of Decay heile ich mich, schlage ich mir bei X zu. Da ich in den letzten Tagen nur State of Decay fast gezockt habe. Doch. Habe ich X im Kopf beim Nahkampf jetzt gerade. Das ist nicht so toll. Muss ich aus dem Kopf bekommen. Oder ich glaube, diese Seelen kann man irgendwie eintauschen gegen Punkte da unten rechts, oder? Ach, der macht Yoga. Bei Nord. Ich glaube, da hinten kann man auch nochmal rüber. Yep. Also Dark Souls ist schon ein geiles Game, ne? Macht eigentlich voll Bock. Ja, genauso mein Ding, aber. Ich will mich das früher nicht so durchgezogen habe. Bin mir auch nicht besser bekommen. Für wen bist du bei der WM? Serbien natürlich. Endlich mal der Serbien dabei ist.
Aber wir werden nicht weit kommen, leider. Vielleicht gewinnen wir einmal. Oder höchstens zweimal. Oh, was ist denn das? Das ist schon eine fette Ratte. Aber für Serbien bin ich natürlich. Highlight war ja damals, ich weiß nicht, welchen Jahr das war, wo ja hier Serbien gewonnen hat und das geile Tor war. Ich weiß noch, dass ich eine Bierdose in der Hand hatte. Die habe ich dann zerdrückt und habe ich dann geschnitten, dann vor lauter irgendwie voll abgehen und feiern, ne? Also für sowas bin ich dann schon Fan, wenn das eigene Land spielt. Sonst bin ich eigentlich nicht so Fußballclub-Fan, bin ich eigentlich gar nicht. Da schaue ich eigentlich alles gerne. Real Madrid oder Barcelona oder sonst irgendwas oder Bayern. Hauptsache Fußball. Aber so richtiger Fan bin ich halt, wenn Serbien spielt. Sonst in anderen Mannschaften ist mir das eher. Ja? Was geht denn gerade mit der Ratte? Hallo Ratte, ich habe einen neuen Bro. Guck mal, das ist mein neuer Freund. Ich nenne ihn Hans die Ratte. Mit einem Riesenschwanz. Weißt du, welchen Gegner die haben? Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ich habe es offiziell nicht geguckt, aber bei FIFA war das jetzt so, dass wir in einer Gruppe waren mit, glaube ich, Brasilien. Und ich glaube, die ersten Gegner waren. Was waren das? Was war das für ein Land? Irgendein Land, das keiner kennt und keiner braucht. Ich hab's vergessen. Wie hieß denn das? Ich weiß es gerade nicht. Was habe ich für 18 gezockt? Weiß, wenn ich das Gegner hatte, bevor ich das Internet oder das Spiel abstürzte. Ja, was meinst du denn genau, Fliegung? Saudi-Arabien. Ich weiß es gerade nicht. Ecuador, glaube ich. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht mehr genau, wann die WM jetzt beginnt. Ich hab nicht geguckt. Aber gut, einmal googeln. Weiß man das. Warte mal, hier dann erinnere ich mich. Ah, jetzt habe ich ihn getreten. Wie habe ich denn das gemacht? Wie habe ich den getreten? Ich habe den gerade getreten. Wie habe ich das getan? Mann. Wie habe ich denn jetzt getreten, Alter? Ich weiß gerade nicht, wie das ging wieder. Oh Mann, ey. Ohne Scheiß, ne? Die haben echt affisch und nicht zugelegt bei dem Game. Ich weiß noch, wie es früher aussah. Die Zonen sind jetzt viel besser. Okay. Habe ich ja keinen Kontakt mehr leider mit ihm. Jetzt allein. Hallo. Bei Dark Souls braucht man ab und zu meine. Was ist Google? Das ist so ein Ding, was man befragen kann. Und danach ist man kluger. Ah, die waren schon witzig. Oh. Das ist ein großer Drache, du. Ich kann mich wirklich noch ein bisschen hier dran erinnern. Und noch ein paar Mini-Typen da. Aber ich würde gerne wissen, wie ich trete. Ich hab's vergessen. Einen hier zu erledigen ist eigentlich relativ easy, außer man baut jetzt Scheiße. Nur Bing. Es gibt ja echt mittlerweile viel zu viele solche fucking. Ja. Was kein Mensch braucht. Oh. Wow. Er hört auf, Mollys zu schmeißen. Ich weiß, ich bin heiß. Das ist gerade heiß genug, also hört auf. Habe ich
gleich drei Gegner. Loswerden. Wow, wow, wow. Killed, Babies. Bin das sofort oder ist das Spiel irgendwie leichter geworden? Hey. Hallo. Oh. Ich bin gerade voll in die falsche Richtung gesprungen, Alter. Wollt von ihnen wegspringen und ich springe genau mit dem Arsch in die Phrase. Vor sexuelle Belästigung. Oh, dicke Kiste. Gibt's da was Schönes? Schwarze Feuerball. Sonst so? Nix. Nix Interessantes. Oh. Da kommt. Weg. Wow, Alter. Komm mit die Fresse. Das ist ja Bombenstimmung hier. Wer? Hä? Hä? Oben? Ah, da oben bist du! Oh, hi! Dachten wir schon, was ist denn hier los? Da stehen auch noch ein paar rum. Also eigentlich Bibi geschwängert. Ich das, dann könnte man sich wenigstens sicher sein, dass ein intelligentes Baby dabei rauskommt. Aber war ich nicht zum Glück, keine Sorge. So. Ja, irgendjemand war es auf jeden Fall, aber er nicht. Oh, das sind Sperrtypen, okay, die sind ein bisschen gefährlicher. Na komm. Hau zu. Nicht Samba tanzen links, rechts. Komm an hier. So, will ich von hinten nehmen. Das hat der wahrscheinlich auch gesagt bei Bibi. Warte, dass er so bis ich schlage. Ah, intelligent. Komm schon, hallo. Da willst du mich verarschen? Was macht denn der? Der greift nicht an. Sollen wir uns die ganze Zeit einfach nur angucken, oder was? Hä? Ist hier so einer? Sag doch. Hallo. Ja, endlich. So, geht doch, Alter. Das war jetzt ein wie nennt man das hier? Dieses Augenkontaktuelle oder so ein Scheiß. Der hat einen Schaden, aber einen ordentlichen Schaden hat der. Das war ein Schaum in die Augen-Contest, Baby. So, da hinten haben wir noch eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Oh, 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 rollendes Fass. Bist ein blöder Wichser, Alter. Holy shit. Ich wollte gerade noch ausweichen. Na komm. Und das gefällt mir so, diese Fallen, die stellen. Oh shit. Oh shit. Keine Sorge, sterben werde ich noch nicht, auch wenn das gerade knapp war. Ja, auf jeden Fall. Das erste, was das Kind in die Hand bekommt, ist eine Kamera. Das Kind wird vloggen, bevor es überhaupt irgendwas aussprechen kann. Und dann machen die wahrscheinlich so Babyprodukte, eine neue Babymarkenreihe oder so. Nennt sich dann Babybilou oder so. Babypuder, Babywindeln macht die dann. Ich glaube, dass das hochgeht, wenn ich da was einschmeiß, ne? Vielleicht nehme ich meine Bomben überhaupt aus. Kann ich nicht. Hier.
Kann ich denn das jetzt... Ah, in der... Weiß ich das? Ah, die gehen doch nicht hoch. Das sah irgendwie aus, als ob das... Okay, Denkfehler. Das sah für mich gerade aus, als ob das Fässer wären, die in die Luft gehen können. Hier geht es einfach nur zu einer neuen Gegend, aber ich wollte mir noch unten noch ein bisschen umschauen. Ich will jetzt nicht einfach... Ich will noch schauen. Da hinten gibt es, und außerdem war da noch eine Kiste. Vielleicht finde ich da ein besseres Schild oder eine... Vielleicht finde ich auch einen Tod. Ja, dann müsste ich, um da hinzukommen... Nein. Ja, Nina? Gracias. Kommt man zum Rauschein. Oh, bis jetzt ist eigentlich Dark Souls mehr so ein Spaziergang. Da ist verschlossen, da kann ich nicht rein. Hoppala. Aber da müsste ich hinein, um hinten durchzukommen. Um dort die Kiste zu benutzen. Da stehen auch noch ein paar Typen. Also ich finde da bestimmt einen Schlüssel, wenn ich noch alle kill und mir alles noch anschaue. Ah, jetzt. Da ist ein großer. Sollte ich noch ausrauchen? Und da kann man einfach... Er ist ein großer Typ. Ich glaube, der ist ein bisschen schwer, glaube ich. Also nicht nur von der Rüstung her, aber ich glaube, der haut mir ordentlich auf die Fresse. Da warte ich noch kurz. Ist hier reif? Ja. Oh, die werde ich jetzt von hinten überraschen. Kann ich da hinzureden? Ja, kann ich. Ich würde gerne wegtreten. Will ich treten? Will ich in den Abhang treten, du Sau. Halt runter, yes. Da ist auch ein Vollposten. Der war ganz intelligent. Das war so ein Dominik, war das gerade. Das checkt nicht die Bilder auf den Schachtel immer noch nicht ab. Nee. Die beruhigen mich irgendwie. Ich bin ja schon umgestiegen auf E-Zigarette, Steffen, ne? Aber ab und zu habe ich halt eben auf sowas. Wir sterben sowieso alle eines Tages. Warum nicht ein paar Tage früher? Soll ich rauchen? Intelligent. Sag mal, wenn ich jetzt ganz geil bin, könnte ich da nicht rüberjumpen, aber ich glaube, da gibt's nicht. Lieber nicht, am Ende sterbe ich noch. Schlüssel habe ich jetzt ja auch noch keinen gefunden, ne? Na gut. Ich glaube, ich muss jetzt langsam den Dicken weghauen. Ah, jetzt. Kann nix. Warte mal, ich glaube, ich war da gar nicht, ne? War hier drüben. Komm her. Wenn ich jetzt gut bin, kann ich dem den ersten Schlag schon mal von hinten irgendwie. Oder auch sogar kritisch. Ah. Ja, hab's versucht. Frage ist, kriegt man den überhaupt down? Das hat nämlich gerade gar keinen Schaden genommen. Okay, ich brauche ein bisschen Platz zum Kämpfen. Boah. Und da haben wir schon die zwei. Das war gerade sehr heldenhaft.
Na toll. Oh, jetzt muss ich wieder alles von hier nach dahin. Mann, Mann, Mann. Super. Geil, der stöhnt. Ja, Feuerbagger ganz gerne, wie man gerade gehört hat. Aber wie kann ich das denn auch machen? Kann ich nicht auch so... Nee. Genau so wollte ich es, ey. So wollte ich es, Steuerung. Irgendwie kann man ja treten, aber... Ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Typen da angreifen soll. Hey, den Steitax habe ich gewonnen. Ich bin aber überhaupt nicht so der Axtmensch. Null. Irgendwie mag ich das in keinem einzigen Spiel. Aber vielleicht macht die mehr Damage, ne? Doch, macht sie sogar. Macht viel mehr Damage. Komm, versuchen wir es mal. Wenn mehr Schaden, glaube ich, ist besser, ne? Wenn optisch keine Äxte mag. Ich weiß nicht, wieso. Also, kein Ding. Kommt her, Jungs. Wow. Ja, die macht viel mehr Damage. Okay, ich glaube, ich bleibe bei der Axt. Ein Schlag und die Gegner, also die Kleinen hier, sind direkt down. Das ist immer gut. Aber wenn man sie auch trifft und nicht den Stein daneben. Ah, hier ist ja auch noch so ein Leuchtfeuer gewesen. Wird, glaube ich, noch mal die Leiche finden, ne? Damit ich die Seelen wieder zurückbekomme. Haben wir dann auch gleich. Aber soll ich noch die Typen erledigen? Ja, komm, wir erledigen die Typen. Ja, ich stehe viel mehr auf dem Schwert. Das ist, weil man kompensieren muss. Und mit Schildern kann man auch viele Leute hier weghauen. Ja, Orks. Wonderful. Aber die Tür davor habe ich gar nicht versucht aufzukriegen, ne? Oh, geht. Hier. Ah, ein Holzschild. Ja, geil. Ist das besser? So ist es gar nicht, aber das ist höher. Besser. Sieht besser aus. Toll. Hauptsache sieht besser aus. Besser aussehen ist immer wichtiger als eine Rüstung zu haben, ne?
Da noch welche drin. Oh, die beißen wieder Mollys hier die ganze Zeit. Oh, wow, 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 und noch ein Tod. Vertical, danke für deinen Host, Mann. Dankeschön.